Bauernchef gesucht. Was wären wir in der Landwirtschaft ohne unseren Nachwuchs? Deswegen macht man das doch alles, damit die nächste Generation wieder weitergehen kann. Und wir haben vorhin schon die Siegerin vom Mahlwettbewerb, die haben wir heute am frühen Abend geehrt. Die hat geschlafen, schon auf dem Arm, bei der Familie Eidelsburger, die ja heute groß siegreich war. Herzlichen Glückwunsch dafür. Also die waren siegreich, von den Kühen weg bis hin zur Jüngsten, bis zur Viola mit 5. Und jetzt darf ich ehren, die zweitcoolste Juniorchefin bei dem Wettbewerb, wo über 200 Kinder bei uns mitgemacht haben, von Norddeutschland wirklich bis Tirol, mussten sich die beweisen. Milena, du weißt noch, was hast du denn da machen müssen? So Kühe melken, dann Futtersorten zuordnen. Also schon richtig Aufgaben, was man so alles können muss. Und ich war, also unser Mitarbeiter, der eine aus der Buchhaltung, war ganz begeistert von euch. Der hat gemeint, die kennen alle Futtermittel, ich kann die nicht auseinanderhalten. Also zu seiner Ehre, er stammt nicht aus der Landwirtschaft. Deswegen haben wir heute für die zweitcoolste Juniorchefin, die praktisch die Fahnen Pfaffenhofen schon außerhalb des Pfaffenhofener Gebiets hochhält, hier noch am Pokal. Herzlichen Glückwunsch, Milena, die Milena Grad. Ihre Eltern haben heute schon gewonnen. Und jetzt machen wir noch ein schönes Foto. Und dann gibt es noch einen Preis, da macht man einen Ausflug, weil nicht immer muss man im Kuhstall rumhupfen, gell? Da macht man auch mal einen Familienausflug. Also herzlichen Glückwunsch und danke, dass wir die Chance hier hatten. Ja,